Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Robert von RSR Evolution, und wollte heute in dem Video mal zeigen, was man zu dem Thema Getriebe alles sagen kann. Getriebe ist ein umfangreiches Thema, gerade bei Pitbikes, ob Daytona, Zhongsheng oder YX-Motoren. Auf die Dauer kriegt man irgendwie immer Probleme. Dritter, vierter Gang springt raus oder die Mitnehmerklauen reißen ab an den einzelnen Zahnrädern oder Zähne selber brechen ab. In dem Video selber wollte ich mal näher darauf eingehen, woran liegt das, was kann man dagegen tun. Und ich hoffe, ihr habt Spaß am Video. Bis gleich. Hier habe ich euch jetzt mal zwei Getriebe mitgebracht. Zwei Fünfganggetriebe. Eins ist aus einem Zhongsheng 190, das andere ist aus einem Daytona 190. Die sind Getriebe von Motoren mit dem E-Start. Und die Getriebe sind bei beiden Motoren, das heißt Zhongsheng 190 und Daytona 190, identisch. Ja, was kann ich jetzt zum Getriebe sagen? Ihr seht jetzt auch vielleicht schon den Farbunterschied an den Getrieben selber. Links ist das originale Getriebe, rechts ist schon das bearbeitete Getriebe. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem originalen Getriebe. Das originale Getriebe ist jetzt für euch vielleicht auf den ersten Blick ganz normal, wie ihr es auch schon mal in der Hand hattet oder auch nicht in der Hand hattet. Ihr seht, da sind die Mitnahmeklauen der einzelnen Zahnräder, die kann man sehen, das Verhältnis, wie die sich drehen. Was ich jetzt natürlich hier nicht rüberbringen kann im Video ist, die ganzen Kanten, die ganzen Flanken haben alle ein Grat, sind alle eigentlich noch scharfkantig. Wenn man die inneren Zahnräder sich anfühlt, sind die auch alle scharfkantig. Ne? Dementsprechend ist es, wenn man die Innenflanken hier sieht, der Zahnräder, die sind auch eigentlich noch in einer gewissen Art an Traurigkeit. Ich versuche mal nahe dran zu kommen, damit man das sieht. Das hat zur Folge, wenn die Zahnräder sich ineinander schieben, durch die Rauigkeit kann es dann passieren, dass dann leichter Abrieb ist. Das sind dann diese ganz feinen Metallteile oder dieser ganz feine Metallfilm, der auf dem Magneten der Ölablassschraube hängt. Und ihr denkt so, boah, warum geht der eigentlich nicht so gut runter? Zum anderen ist es so, dass man hier auch jetzt mal erkennt, dass das an den Mitnahmeklauen, dass das Gussteile sind, die dann nachgefertigt worden sind. Aber sagen wir mal so, natürlich bei dieser Massenproduktion nicht in der Qualität, wie man es gerne hätte. Ja, was ist jetzt nur das Problem immer, dass ihr vielleicht ab und zu mal so eine Mitnahmeklaue bei euch im Motor findet? Wenn ich jetzt hier die Getriebeausgangswelle betrachte, ist es so, dass die natürlich frei läuft und dann kommt hier, wenn man das den ersten Gang einsetzt als Mitnahme, kommt jetzt dann quasi ein Zahnrad mit den Mitnahmeklauen und setzt sich rein. Das heißt dann in dem Moment, ne, wenn wir den Antrieb nach vorne haben wollen, dreht sich das Zahnrad, ne, in die Richtung. In dem Moment sind alle vier Flanken von den Bausteinen oder Mitnahmesteinen haben Kontakt. Leider ist es so, dass nicht alle vier immer Kontakt haben, sondern wenn man das nachmisst mit einem dünnen Messmedium im Mühbereich, erkennt man, dass der ein oder andere Mitnehmer mehr Druck hat als der andere. Auf die Dauer ist es dann so, wenn man den Druck auf einen von diesen Mitnehmern permanent hat, wird er irgendwann, sage ich mal, müde und gibt nach. Das heißt, er bricht ab. Dementsprechend habt ihr dann so einen Teil in eurem Motor. Bei den Vieren wird es sogar sehr wahrscheinlich so sein, dass ihr weiterfahren könnt. Aber all das führt dazu, dass wirklich der Verschleiß im Getriebe groß ist. Weil das habt ihr bei so dem Getriebe hier, was ich nachgemessen habe, an allen Klauen. Aus dem Grunde ist es so, dass da eigentlich schon das Problem vorprogrammiert ist. Und irgendwann auch der dritte Gang dann immer rausspringt, weil dann vielleicht auch noch die Schaltmitnehmer, die Schaltklauen von der Schaltwalze ein bisschen immer reingenudelt worden sind und dann ausgeleiert sind. Aber da gehe ich später drauf ein. Zuerst wollen wir uns jetzt eigentlich mal das Getriebe anschauen. Jetzt gehe ich mal rüber zur anderen Getriebewelle. Hier kann man auch noch ein gutes Phänomen sehen. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit zu sehen, hier gehe ich jetzt ineinander und normalerweise sollte das so sein, dass der Kraftschluss vorhanden ist. Aber wenn ich jetzt hier nach oben ziehe, das Zahnrad, das halte ich jetzt mal fest, werdet ihr sehen,
entsteht eine Lücke. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf dem Video so wirklich gut rüberbringen kann. Aber aha, jetzt hier besser. Kommt eine Lücke. Aus dem Grunde seht ihr, die Klauen sind nie bis zum Anschlag, sondern die Klauen packen erst immer, sagen wir mal, so 80%, wenn die gut eingestellt sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Zahnrad nochmal abziehe und man sieht hier, die Zähne haben gar keine Winkligkeit. Das heißt, wir haben eine kleine Erhebung und durch die kleine Erhebung, die ich dann habe, können die Zahnräder nicht ganz ineinander greifen, sondern die drücken sich von selbst weg, wie man hier wieder sieht. Die drücken sich selbst weg. Auch das führt immer dazu, wenn diese Zahnräder ineinander gehen, gibt es immer wieder Verschleiß, immer kleinen Abrieb, ne? Weil die immer arbeiten, in sich arbeiten, in sich arbeiten. Tja, jetzt zeige ich euch jetzt mal im nächsten Schritt bei einem Getriebe, was man da machen kann, damit sich das ändert. Nun nehme ich mal ein Getriebe. Das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, für den Otto-Normalverbraucher auch ein bisschen weit hergeholt. Das Getriebe hat jetzt ein Superfinish bekommen, das heißt, die Oberfläche wurde geglättet. Die Oberfläche wurde quasi leicht gehärtet, geglättet, verdichtet, so dass man jetzt auch sehen kann, wenn ich jetzt das Zahnrad drehe, das dreht sich ohne Widerstand total leicht gegenüber dem originalen, unbearbeiteten, weil die Oberfläche, vielleicht für denjenigen, der sich ein bisschen technisch interessiert, wurde bis auf eine Restrauigkeit von 0,1 μ in der Fläche als Oberflächenrauigkeit zurückgezogen. Das zweite ist, dass die Steine leicht beigeschliffen worden sind, so dass wir jetzt immer auf der gleichen Flanke an allen vier Flanken zur gleichen Zeitpunkt den Druck haben. Aus dem Grunde wird man da jetzt keinen Verschleiß haben an einer Klaue, sondern der Verschleiß kann nicht vorhanden sein, weil er verteilt sich auf die vier Klauen. Gleichzeitig sind alle scharfen Ränder eliminiert worden. Das heißt, wenn die Zahnräder sich ineinander schieben, hat man überhaupt gar keinen Widerstand mehr. Dementsprechend ist das Pitting auch unterdrückt. Natürlich kann es immer noch kommen, aber in der Regel ist es so, dass es viel später einsetzt, weil jetzt einfach glatte Oberflächen sind, die ineinander greifen. Die Gleitfähigkeit, ne, ist extrem besser geworden bei allem. Die Einrastfähigkeit ist besser geworden. Und man muss ganz einfach sagen, das macht dann auch Spaß, wenn man so ein Getriebe dann in der Hand hat. Das ist technisch auf einem ganz anderen Niveau. Und ich zeige jetzt auch nochmal hier diese Seite. Das ist einfach super schön, wenn man jetzt hier sieht, dass die Klauen ineinander greifen und alle haben den gleichen Kraftschluss. Das Thema, dass die sich leicht wegdrücken, wie man jetzt auch hier wieder sieht, ist natürlich so, dass man dann sagen muss, das interessiert uns jetzt nicht weiter, weil die Zähne greifen ja nie bis zum Ende, sondern greifen immer davor. Aus dem Grunde ist dann hier die Flanke bearbeitet worden, damit der gleiche Kraftschluss überall ist. Ja, wie gesagt, es macht wirklich Spaß, so ein Getriebe in der Hand zu haben, so leichtgängig und so glatt in der Oberfläche. Und ja, da wird der Besitzer sehr viel Spaß mit haben. Ja, jetzt sind wir hier und ihr habt vielleicht ein bisschen was gelernt oder ein bisschen was gehört zum Thema Getriebe. Das ist der erste Teil, würde ich jetzt mal sagen, von der Rubrik Getriebe. In den weiteren Videos würde ich darauf eingehen, wie kann man das Getriebe ausdistanzieren, was kann man machen, damit ein Getriebe noch haltbarer wird, gerade in Bezug auch auf die Schaltklauen. Dann gibt es natürlich noch Getriebe von MB Factory, TPR oder Butchie. Es gibt verschiedene Getriebe auf dem Markt, die qualitativ höherwertiger sind. Und aus dem Grunde werden dann noch ein paar Videos folgen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr da wart und bis bald.